Wisst ihr was? Hier, eine Granate. Oh. Jetzt scheint ich ihn so getroffen zu haben. Der ist nächste ist tot, so nur einer. Hoppa! Was war das denn? Wo ist er? Scheint tot zu sein. Jetzt? Super. Jetzt was? Was soll ich denn jetzt machen? Super. Missionsziel, kehre zurück zu mich. Wow! Lass mich so oft will ich treffen. Kann ich aber nichts für, ey. Wow, die Schatten, ey. Ist er tot? Nein. Ja, sein komisches rotes Ding leuchtet da gar nicht mehr. Also der Mund da vorne, bei dem leuchtet er ja noch. Ja, super, was ist denn mein Missionsziel, hä? Schieße das Eis von deinem Mech. Echt doch? Ja, weil das so irgendwie... Ja, genau. Jetzt passiert das zuerst mal etwas. War ein bisschen blöd gezeigt da irgendwie. Also hier entlang. So. Hier muss ich den Mech aber verlassen, ne? Wie hier wieder sind, ey.
Da geht auch hin. Wir warten, bis er grün ist. Ne, hier ist nichts. Das heißt, wir müssen uns hier absagen. Doch. Ich sehe das schon. Wir gehen zur Energiestation und kommen hier genug Leutchen. Gut, wir brauchen das aber nicht auffüllen. What the? What the? Was war das denn? Hat er selber Granaten oder was? Komm jetzt klein oder was? Hubi! Autsch! Ah, mein Gott, ey, die Dinger sind hier an. Die sind richtig auf dem Sand schon. Oh, das ist groß. Nee. Ich bin da gerade rein. Wo ist der Typ? Komm doch runter hier. Ich mag ein bisschen Spiel mit dir. Immer schön in den Kopf da oder in den Mund da reinschießen. Oder was anderes geht da nicht. So, geht doch. Geh weiter und platziere die Station. Yay. Thermalenergie. Yeah. T gedrückt halten, um eine T-Standard-Ding zu machen. TÜV bitte. Gut. Sie müssen die Coronis mit Nachschub versorgen, indem Sie Thermalvorkommen selbst suchen, T-Stationen aufstellen und anzapfen, wenn sie voll sind. Wenn Sie das regelmäßig tun, verdienen Sie immer mehr. Verstanden, Boss. Diese Arbeit ist perfekt für mein Tempo. Und so ging das über Wochen, Monate, bis das Außergewöhnliche zur Normalität geworden war. Mit der Kälte und den Monstern fertig zu werden, wurde zur Routine. Packend und surreal, aber Routine. Ich blieb nur bei Verstand, weil ich nicht zu sehr über das nachdachte, was ich sah und tat. Manchmal war es schon ziemlich einsam draußen im Ödland. Doch Musik und die wöchentlichen Nachrichten von meiner Frau leisteten mir Gesellschaft. Ich verdiente Kohle ohne Ende und sahnte tolle Aufträge ab, alles nach Plan. Ich freundete mich mit der Crew an. Die waren einfach in Ordnung.
Sogar La Roche hatte trotz aller Arroganz seine lichten Momente. Ich wurde Braddocks Mann für alle Fälle. Das hatte seine Vorteile. Doch manchmal kam man, wenn man den Anruf bekam, in die seltsamsten Situationen. Jede Menge. Der Harmonisierer hat fast keinen Saft mehr. Jetzt würde ich mir wünschen, dass einer Kreide angreift. Wo war ich gerade? Irgendwas über den Anruf. Genau. Also weißt du, wie schwer das ist, mit anderen Welten zu kommunizieren? Damals hatte Nevek eine Notlösung, einen Antennenverstärker auf dem höchsten Gipfel der Umgebung, damit uns Mama möglichst gut hört. Das ist unsere Nabelschnur. Vor 2 Stunden wurde sie gekappt. Wir wissen nicht warum. Wir können nicht mehr von diesem Planeten senden oder etwas von außen empfangen. Vielleicht hat eine Akride das Ding zerlegt. Immer wieder erwarten Sie von mir, dass ich mit einem Mech ohne Waffen gegen Monster kämpfe. Wissen Sie, wie viel von meiner Kohle ich für Reparaturen vergeude? Ich will Knarren an meinem Mech. Eine einfache Chain Gun. Mir sind die Hände gebunden. Nevek-Richtlinie. Ja, Baufahrzeuge dürfen nicht bewaffnet werden, aber ich meine in diesem Fall... Kein Aber. Ich setze diese Operation hier nicht aufs Spiel, weil Sie die Nerven verlieren. Es heißt nicht ohne Grund Gefahrenzulage. Kommen Sie. Hey, Boss. Der Kommsat ist aus. Soll ich eben zur Verstärkerstation und ein paar Mal kräftig gegentreten? Ich habe eben mit Mr. La Roche darüber gesprochen. Er hat Vorbehalte gegen Kontakte mit der lokalen Fauna. Ja, also ich will niemandem den Auftrag wegnehmen. Nein. Nur zu. Bitte lass dich umbringen. Es sei denn, ich kriege das Doppelte, meine ich. Abgemacht. Was? Ich bin zum Abendbrot wieder da. Oh, der Doppelte. Aber wir haben Geld zum Ausgeben. Mr. Payton, hier spricht Dr. Kovac. Können Sie mich hören? Laut und deutlich, Doc. Und du sollst mich duzen und Jim sagen. Wie Sie wollen, Jim. Ich hatte gehofft, Sie würden mich in meinem Labor besuchen, sobald es die Umstände und die Logistik erlauben. Ach, und ich glaube, ich sollte erwähnen, dass auch eine Vergütung im Spiel ist. Du hast also einen Job für mich. Ich dachte, das hätte ich erschöpfend deutlich gemacht. Oh, aber sowas von. Ich komme bald mal vorbei, Doc. So. Folge einer Mission im Joblog. Rücktaste zum Job. Neue Ware da. Achtung, der barometrische Kompensator im Fort Osborn. Eingabe für Folgen. So. Und der wird auch nicht mehr jünger. Truman's Wagner, sofort zum Block auf. Ja. So, ab. Nach unten. Nach unten! Ein rotes X aufs Interaktionsmodul ist noch nicht vorhandenes Werkzeug hin. Okay. Was darf sein? Sturmgewehr? Nicht genügend Credits ist das Jagdgewehr. Ja, bitte. Oh, ein wahres Prachtstück. Gute Reichweite, guter Bums. Die Knarre geht gleich zur Sache. Man sieht sich. Hier haben wir alle. So, ich hoffe, der gute Kollege für unseren Mac ist da. Wir haben hier einige Spezialkomponenten. Top, fangen wir an. Lässt den T-Energie in seiner Umgebung durch das Drüberlaufen einsammeln. Verstärkte Hülle. Dank den extra Panzerung am Vorderen kannst du mit T einen schnellen Angriff ausführen. Wie viel haben wir denn? Achso, 2 haben wir. Stärkte Hülle, der Vorarmschlag. Hydraulik, Greifarm. Okay, hier kommt das Upgrade. So. Cool, dazu brauche ich nur Minuten. Moment. Eine verstärkte Hülle, die Panzerung des Mechs verbessert. Das ist ganz einfach. Wir nehmen etwas. Stets ein Vergnügen. So. Das nächste war... Wir gehen nach oben. Aber zuerst mal gucke ich, ob hier vielleicht was Neues ist. An Audiologs vielleicht.
Oder ist das sozusagen so, dass es sich nie verändert? Aha, was haben wir denn hier? Da. Labore. Es war ja noch wer. Gut. Aha. Nevek Überlebenstipp Nummer 4. Achten Sie darauf, dass Ihre Socken bei extremer Kälte trocken bleiben. Hypothermie ist Ihr größter Feind, also sind Wärmerückhaltevermögen und Feuchtigkeitsaustausch.